soll jetzt nicht zu spöttisch rüberkommen, aber dieser Vergleich zu 1989, dass da überwiegend alte Herren versuchen, ihre Macht zu erhalten. Und dass das eigentlich... Ich meine das jetzt nicht zu polemisch, dass das aber einfach der Eindruck ist, der entsteht. Und dass man das Gefühl hat, ich kann das von mir selber nur sagen, ich bin nicht wegen des Papstes und wegen der Bischöfe noch in der katholischen Kirche, ich bin trotzdem noch in der katholischen Kirche. Jetzt versuchen wir ihm halt mal, das noch einzuflößen, was er dringend braucht. Weihe von Frauen, Toleranz, Mut, kein Zölibat, Ökumene. Und vielleicht erfängt er sich wieder.